Die Challenge ist, wir übernachten heute bei Einheimischen mit Zero Geld. Hallo meine Freunde und guten Morgen zu diesem neuen Video. Heute geht es für uns auf eine Challenge, aber dazu später mehr. Ich muss erstmal Ego opfern. Willst du mit mir überleben heute? Ich weiß nicht, ob ich überlebt habe. Doch, willst du überleben. Eine Sache müssen wir festhalten. Das Ganze dauert 24 Stunden. Das heißt, wir fahren nicht nach Hause, wir schlafen auch nicht zu Hause. Was? Nee, wir schlafen nicht zu Hause. Warum? Weil das ist das, was ich machen möchte. Jetzt sag mir nicht, oh, ich habe aber Termine um 9.30 Uhr. Weiß ich nicht. Es ist 8.26 Uhr, wir haben 24 Stunden, aber jetzt sind wir, dürfen nicht zu Hause sein. Das ist die einzige Bedingung. Würde ich so sagen. Ja. Die Challenge ist, wir übernachten heute bei Einheimischen mit Zero Geld. Du hast ja auch nichts dabei. Okay, habe ich dabei. Ja, indonesische Rupie, ne? Keine Euros. Nee, aber das Ding ist, ich will ja nicht, ich bin ja kein Schmarotzer, ne? Ich will ja nicht einfach da hingehen und sagen, hey, lasst uns bei euch schlafen für umsonst. Das wäre ja noch asozialer, ne? Und deswegen machen wir das so, wie die Leute es früher gemacht haben. Ein Tauschgeschäft. Wir fangen Fische und sagen, hey, ihr kriegt das, die Fische umsonst, kostenlos. Dafür dürfen wir bei euch schlafen und halt auch die Fische essen. Also nicht alle. Wir angeln für uns? Ja, wir angeln so viel Fisch, wie wir können, bieten das den Einheimischen und sagen, ey, wir haben keinen Schlafplatz. Und dann, weißt du, was ich meine? Wir müssen einmal kurz unsere Motorräder auftanken. Unsere Höllenmaschinen. Das sind die meine letzten 100.000 von den 300.000, die ich dabei habe. Hast du 300.000 dabei? Hast du nicht mit Karte bezahlt? Wann? Im Café? Doch. Ja, ich habe 100.000, du hast 300.000. Ungefähr, ja. Ich habe hier gerade so beim Vorbeifahren einen Fluss gesehen. Und ich dachte, komm, wir probieren einfach mal am Fluss zu angeln. Igor, was hältst du davon? Stark. Gut. Das ist nämlich das Wichtigste. Eine schöne Zeit. Ja, genau. Party time. So, there's a ladder. Can we use it? Hold on. We want to go down. How do we get there? Okay. Where? Okay. Das sieht schon steil aus, ne? Ja. Yeah. Egal. Aua, aua, aua. Ja. Fragst du mich, kannst du das? Das sind auf jeden Fall schon Anglerfreunde von uns. Wir müssen erstmal gucken, womit die angeln. Weil, womit die Locals angeln, damit müssen wir auch angeln. Hallo. Hallo. Oh, wie viele Fishing-Freunde wir haben. Die wollen fischen. What are you fishing with? I don't speak English. Very good. I don't speak Indonesian, so it's fair. Ah, erster Wurf hier. Das wäre so lustig, ne? Das wäre echt. Erster Wurf direkt. Dann gehen wir einfach. Fangen jetzt einen richtig dicken Fisch und dann hauen wir einfach ab. Ja. Hier ist tote Hose, ich glaube, hier geht nichts. Also ich bin nicht so sehr zuversichtlich. So, das war einmal nix. Jetzt müssen wir wieder hier rüber. Schnellstraße überqueren. Satz mit X. Das war wohl Igor. Komm, wir schaffen das. Nein. Was für ein Nein? Einfach 5 Minuten Zeit gehabt. Ich habe hier gerade beim Vorbeifahren so einen Strandabschnitt gesehen. Er sieht gar nicht so schlecht aus, ne? Ich weiß. Okay, let's try, my friend. Wie immer mit dem Barracuda-Köder. Erster Wurf. Ich hatte überlegt, ob ich mit Schuhen reingehe. Igor sagt Schuhe aus. Dafür sind Teams ja da. Also wie es aussieht, wird es wirklich eine Survival Challenge. Und wir müssen wirklich ums Überleben kämpfen. Igor sagt hier gerade einfach Kokosnuss. Und ich dachte, hä, das ist doch voll gut für unsere Survival Challenge. Wir haben ein Essen umsonst. Wir müssen kein Geld ausgeben mehr. Amen. Ich meine auch.
Sieht aber irgendwie aus wie Müll, ne? Ja. Oh, meine Füße auch. You are fishing? Ja. But here, like here, fishing or no, there? Up there. With a boat? Yes. How much? 2%? Yeah. It's about 500. We don't have money, we need survival, you know? We have no. Yeah, see, I know, see, you see. Are a survivor, I know. No, no, see, 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 we do YouTube video for survival. Without money. It's on? Yeah. Yeah. You wanna say hi? Hi. If you take us fishing, you can have my watch. Are you joking? Do you have a watch? Der Spot hier ist so unfassbar schön und Igor meinte, er zeigt mir jetzt mal, wie das geht und ich bin irgendwie gespannt und warte immer noch und immer noch und immer noch. Boah, das ist der Wahnsinn. Von oben muss das bestimmt Hammer aussehen. Und hier werden wir jetzt einfach mal ein bisschen angeln. Das sieht so vielversprechend aus. Can we come with you fishing? Ja. Yeah. Can we come into your boat fishing? Aber nicht. Ja. Du hast gar nicht Füße. Let's go. Füße, Füße. Ja. Fishing. Ich schreibe mal auf Englisch. Auf Dings. Okay. Yeah? Okay. Cool. Yeah, let's go. Ah, wie geil. Okay. Okay. Ja, jetzt ist eh egal. Bist du drauf? Nimm mal mein Zeug mit. Warte kurz. Habe ich? Ja. Ich bin drauf. Bist du drauf? Also wir haben es schon mal geschafft, auf ein Fishingboot zu kommen mit einem Local. Überragend, wirklich. Ich feiere das gerade richtig. Igor? Ich auch. What is your name? Chimbicheur. Chimbicheur? Okay. Chimbicheur. Ich verstehe. Kein Wort. Ah. Okay. Da kommt jetzt ein Seil dran, damit der Motor gestartet werden kann. Easy! Hört sich gesund an! Wir haben es echt geschafft, einfach mit dem Local auf dem Fischerboot rauszufahren. Yeah, we made it! Ja, ich bin gerade so happy. Das ist der Wahnsinn. Das sind so einfache Sachen, ne? Das ist so. Also, wir geben ihm nachher noch was, hundertprozentig. Ja, ja, safe. Also, aber das ist so nett. Ohne Witz. Wir müssen jetzt nur was fangen, damit wir auch irgendwas anbieten können, damit wir auch irgendwo übernachten dürfen. Außerdem habe ich auch sehr Hunger, Igor. Ich auch. Soll ich nochmal? Soll ich nochmal? Was? Wir zeigen, wie man Fische fängt? Nee. Okay. Du hast es gerade eine halbe Stunde schon gezeigt. Ey, hier ist gerade irgendwas aus dem Wasser gesprungen und das war riesig und weiß und groß und er sagt, das ist Lomba und Lomba ist, glaube ich, Delfin, hast du gesagt? Ne? Ja. Aber das war kein Delfin, das sah aus wie ein Mondfisch. Ohne Spaß, das war so ein riesengroßes weißes Teil. Ich habe mich so erschrocken. Und es war nicht über. Wir sind gerade übertrieben nah an dieser Küste hier. Als ich gefragt habe, ob wir da hingehen können. Über hier auf die andere Seite. Okay. Ist das nice hier? Was ist das richtig klar, richtig blau? Ja, das ist auch. Wir haben leider immer noch nichts gefangen. Wir fahren jetzt wieder zurück. Ich gucke mir das Ganze hier nochmal von oben an und Igor probiert es gleich mal uns zu sammeln. Ich habe total Hunger. Und wir haben total Hunger. Immerhin ist die Laune gut. Dann lass mich mal vorne runtergehen. Soll ich mal drunter springen und dann direkt patsch.
Das ist Völkerverständigung in Indonesien. Sehr gut. Thank you so much. Thank you. Er wollte jetzt eigentlich gerade gar kein Geld annehmen. Er wollte nicht annehmen. Ich sag, nee, behalt mal. Natürlich. So, ich sitze hier mit meinen beiden Freunden. Wir gehen jetzt noch ein Trinken. Der Uwe ist auch dabei. Nein, Spaß. Ich bin gerade ein bisschen in die Drohne geflogen und ja, die beiden hatten Spaß. Wir gehen jetzt erstmal weiter, weil wir müssen noch einen Schlafplatz finden für heute. Bye, bye. Bye, bye. Makasi. 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 Wir haben hier gerade noch ein paar Freunde gefunden. Sagen wir noch mal kurz Hallo. Hallo, guys. Hallo. Ey, wir haben so einen Hunger, wir müssen jetzt noch was essen gehen. Wirklich. Hi. Immerhin ist es schön hier. Fried Chicken with Sweet Sauce. Oh yeah, that looks good. Essen war lecker. Wir probieren es jetzt noch mal angeln zu gehen. Es wird langsam dunkel. Ja, okay, Sonne ist noch da, aber Sonnenuntergang kommt gleich. Und dann müssen wir immer noch einen Schlafplatz finden. Igor hat richtig Bock noch. Ich hab jetzt gegessen, jetzt habe ich neue Power. Der ist so im Arsch, der hat gar keinen Bock mehr. Also Igor denkt mittlerweile, ich habe gar keine Ahnung, wovon ich rede. Weil wir seit 9 Stunden unterwegs sind, wir haben noch nichts gefangen. Die Sonne geht langsam unter. Der Himmel ist immerhin schön. Ich habe gesagt, wir müssen jetzt ein bisschen aufs Squid angeln. Und deswegen tauschen wir jetzt noch ein letztes Mal den Köder. Und falls wir das nicht schaffen, dann schaffen wir es halt nicht. Es ist nicht schlimm, wenn wir die Challenge nicht bestehen. Okay. Dann haben wir noch eine Challenge, weil wir müssen immer noch einen Schlafplatz finden. Ja, die Uhr anzubieten hat nicht funktioniert fürs Angeln. Das haben wir dann aber dann umsonst bekommen. Das war schon mal ganz gut. Vielleicht bieten wir jetzt einfach jemandem an, die Uhr zu bekommen für einen Schlafplatz. Vielleicht. Leute, ich weiß auch nicht. In Ägypten habe ich jeden Tag 10 Fische gefangen. Sogar in Thailand habe ich was gefangen. So langsam glaube ich, das liegt an Igor. Ich glaube, das liegt an Igor. No, no English. No English? Yeah, but Indonesia no. 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 No Indonesia. Tidak Indonesia. Ja, jetzt sich gerade noch ein Herr dazu gesellt und Igor versucht ihn gerade so ein bisschen in unsere Planung einzuweihen, dass wir heute Nacht keinen Schlafplatz haben. Und er meinte, ja, der braucht ein Zelt oder so. Und wir so, ja, wir haben kein Zelt. Do you have a tent? Tenda. Tenda? Sini bisa di sini. Yeah. Yes, yes. Bisa, bisa. Sleep here. Bisa, bisa. In boat? No, no. Nee. Oh, where? Can you show us? Can you show us? Can we see the place? Ich meine, ich bin jetzt nicht wählerisch oder so, ne? Also wir haben jetzt keine Zeit mehr zum wählerisch sein. Hey, eventuell hat der Local jetzt gerade echt einen Schlafplatz für uns, weil wir ihm gesagt haben, ja, wir haben kein Geld, wir haben keinen Schlafplatz und wir haben auch keine Ansprüche. Und jetzt zeigt gerade Igor, wo wir schlafen können. Was ist das? Bruder, niemals. No way. No? Okay. Okay. No, no, no. Hier? No, no. Scheinbar hat er jetzt doch noch was anderes für uns und da fahren wir jetzt gerade hin. Also hier sieht es auf jeden Fall aus, als hätten wir schon mal Strom. Wir wollen unsere neue Unterkunft für heute angucken können. Hallo! Hallo! Thank you, thank you. We make a challenge. We make a challenge. Yes. We have no money and we have to stay somewhere. How long? Just one day. Just today, tomorrow morning we go back. We go, we have no fish. No fish? No money, no fish! Hello! Yes. Ich fühle mich wohl hier. But are you sure? About what? Stay here. Yeah, if it's fine for you, it's fine for us. Yeah. Yeah. Can we stay here? I have one. Really? Room. Yeah. Can you show us? I mean, we take everything. So yeah, this we have not... we have no choice. Yeah. What the moment? Yeah, I call my husband. Yeah. Sure. Sure. Yeah. Also ruft jetzt ihren Ehemann an, um zu fragen, ob wir übernachten. Das ist krass. Das war unsere Rettung.
You are our rescue. Yeah, thank you so much, Makasi, my friend. Ich dachte, du hast einfach getrunken. Nee, ich glaube auch. Ich dachte, vielleicht, maybe. Der ist runtergefallen, ja. Alleine. Ein Stein, der ist ausgerutscht. Und dann ist er so sitzen geblieben, als ob das geplant war. Ja, so Situation folgende. Wir haben jetzt hier der Familie gefragt, ob die vielleicht einen Schlafplatz für uns haben. Nachdem wir gerade diesen Lost Place gefunden haben, wo nicht mal Strom war, glaube ich, ne? Ja, du meinte, er könnte hier schlafen. Ja, ich zeig euch was. Und dann zeigt er uns ein Haus, wo Mücken, Wasserstand, alles. Wir sagen so, ja, wir haben keine Matratze oder Decke oder so. Er soll jetzt kein Problem. Schlappt einfach am Boden. Where are you from? Germany. Germany. Actually. Long stay in Hier. Ja, 2 months. Yeah. Django, ja. Yeah. It's okay, no problem. Is it for us? Thank you so much, Makasi. Wir haben jetzt einen Schlafplatz gefunden, das ist der Wahnsinn, die sind so lieb, wir haben gerade Kaffee bekommen, die haben gesagt, morgen früh haut ihr nicht sofort ab, sondern ihr kriegt auch Frühstück dazu, Wahnsinn, wirklich. Igor. Siehst du mal, das war unsere letzte Chance, das war Schicksal, dass der Typ gekommen ist und hingefallen ist. Very good. I have the YouTube. You also have YouTube? Yeah, I have the YouTube. You have the subscriber in Bali. Yes. Yeah. Thank you so much, Makasi. Yes. Makrel? Yeah. You have Makrel? You have Makrele? Come with me. Okay. Yeah. Oh! That's so nice! Yeah! Yeah, that's my girlfriend. Hello! Yeah. So now I'm with you already, friend. So yeah. Next time you go in Ahmed. Visit to my house, yeah. I would love to. Wir wurden gerade gefragt, ob wir schon Dinner gehabt haben, aber hatten wir noch nicht. Und deswegen dürfen wir jetzt wahrscheinlich mit denen zusammen essen. Ich zeige euch einmal kurz, wo wir heute noch schlafen werden. Hallo. Du machst die Roomtour. Yeah, wir kommen. Zeigen jetzt, wo wir unterkommen. Wir haben frisch bezogene Matratze. Die haben die frisch bezogen extra für uns. Die haben uns zum Dinner eingeladen. Also die Familie ist super, super nett. Wir haben Kissen, mehr brauche ich nicht. Die sind sogar noch original verpackt. Also bevor ich draußen geschlafen habe, in dieser verschissenen Bude davor. Ja, yeah. Oh, thank you so much. Makasi. Thank you. Wir haben Wasser bekommen. Wieso ist das denn deins? Das war wirklich ein Glücksgriff. Aber auch das mit dem Boot einfach, ne? Dass ihr uns einfach mitgenommen habt. Also ja, klar, springt rein. Und jetzt auch hier, dass wir hier bleiben, wir wurden gerade gefragt, habt ihr schon Abendessen gehabt? Nee, ja, dann esst ihr mit uns. Spicy? Yeah. But it's good. I like it. Hey, jetzt gibt's Abendessen. Hier haben wir Makrele. Das ist mein Teller. Wir essen hier schön mit den Händen. Nein, das ist okay. Mit deinen Fingernägelchen. Hey, Wahnsinn, ey. But the rice is a little bit hot. Yeah, be careful, yeah. Ara. No, Arak. Because we are very, very thankful and grateful that we can stay here, I would like to give you my watch. No, please. No. Yes. No. It's like present. It's a present. No, I want to give it to you. It's rich. Oh, it's too big. Okay, I'm going to... No, not too big. Hey, can we stay here for free? No. You make us a present, you get also a present. Yeah. No, you are nice to us, we are nice to you. Yeah, I'm serious. Oh, show me. We are not joking. That looks good. Seriously. Yes. That looks good on you. Oh, thank you. Thank you. Was ein ereignisreicher Tag. Krank, wirklich einfach krank. Ja, krank. Es ist krank und ich bin auch krank. Gute Nacht.